Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge von Ruhrpott Basics, in der wir uns mit der enteignungsrechtlichen Vorwirkung beschäftigen. Ich hatte im anderen Zusammenhang bereits auf die besondere Bedeutung der Fachplanung für besonders im allgemeinen Interesse liegende Infrastrukturplanung hingewiesen. Dieser besonderen Bedeutung kommt die Fachplanung, also das Planfeststellungsverfahren, an dessen Ende der Planfeststellungsbeschluss liegt, insbesondere auch dadurch nach, dass der Planfeststellung enteignungsrechtliche Vorwirkung zukommt. Was heißt das? Wenn Sie einen Bebauungsplan aufstellen, dann sind Sie darauf angewiesen, dass die Eigentümer auf den davon betroffenen Grundstücken die Vorhaben auch tatsächlich so ausführen, wie der Bebauungsplan das vorsieht. Das ist eine Angebotsplanung. Die Planfeststellung ist keine Angebotsplanung, sondern ist die Planung und die konkrete Zulassung eines Projektes. Und zwar eines besonders wichtigen Projektes. Und mit der Planfeststellung soll gewährleistet sein, dass dann dieses Projekt auch tatsächlich durchgeführt wird. Und in aller Regel sind die Projektträger nicht Eigentümer der für das Vorhaben notwendigen Grundstücke. Also zum Beispiel, wenn Sie eine Autobahn planen, dann ist die Straßen NRW als Bauträger, die ist nicht unbedingt, nein, in aller Regel nicht Eigentümerin der Grundstücke. Und das Gleiche gilt in der Stromnetzplanung, Amprion, das die Netze baut, hat nicht die Grundstücke. Die braucht aber die Grundstücke, um die Planung zu verwirklichen. Und dafür gibt es die enteignungsrechtliche Vorwirkung. Enteignungsrechtliche Vorwirkung heißt, dass mit der Planfeststellung feststeht, dass auch die in Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz vorgesehenen Enteignungsvoraussetzungen, nämlich Wohl der Allgemeinheit, erfordert die Enteignung, vorliegen. Das heißt, alle Enteignungsvoraussetzungen müssen bereits im Planfeststellungsverfahren geprüft und bejaht werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann darf die Planfeststellung nicht erfolgen. Das führt dann dazu, dass unmittelbar nach dem Planfeststellungsbeschluss im Enteignungsverfahren das Grundstück für den Vorhabenträger beschafft werden kann und dass im Enteignungsverfahren nicht mehr geprüft wird, ob die Enteignungsvoraussetzungen vorliegen, weil das ist ja bereits durch die Planfeststellung erfolgt. Das ist der wichtigste Zusammenhang der enteignungsrechtlichen Vorwirkung, meine Damen und Herren. Darüber hinausgehend hat die enteignungsrechtliche Vorwirkung zur Folge, dass es keine Spekulation über den Wert des Grundeigentums gibt, weil mit der enteignungsrechtlichen Vorwirkung ist auch klar, dass in dem Zeitpunkt, wo das Verfahren der Planfeststellung läuft, die Sache im Raum steht und jedenfalls spätestens mit Abschluss des Planfeststellungsverfahrens das Grundstück von der weiteren Wertentwicklung abgekoppelt wird. Das heißt, wir haben die Gewährleistung dafür, durch die enteignungsrechtliche Vorwirkung, dass wir zum planungsunbeeinflussten Anfangswert kaufen. Wenn wir also ein Stromnetz planen, dann kaufen wir zu ganz normalen Ackerlandpreisen, und nicht zu Preisen, die sich daraus ergeben, dass ein besonderes Interesse an der Stromnetzplanung besteht und man möglicherweise wegen schon getätigter Investitionen eigentlich jeden Preis zahlen würde, nur um an dieses Grundstück zu kommen. Vor diesem Hintergrund ist klar, enteignungsrechtliche Vorwirkung ist einer der wesentlichsten Faktoren der Fachplanung, weil sie dafür sorgt, dass wir die notwendigen Grundstücke zur Verwirklichung des Gemeinwohls zu vernünftigen Preisen dann auch notfalls durch Enteignung erwerben können. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da.